So, Freunde, ist Samstag der 17. Ich werde gleich loslegen, aber ihr wisst ja, mein obligatorisches Käffchen vorher. War auch schon beim Shoppen, hab noch was eingekauft, ist aber jetzt egal. Der Kollege, wo für den Schotter zuständig ist, der ist leider noch beschäftigt mit der Arbeit. Ich hoffe wirklich, dass der heute kommt. Tja, und bevor meine Motivation wieder im Keller unten ist, schnappe ich mir jetzt den Holzwurmtod, werde oben ein bisschen zusammenräumen und dann ja für den nächsten Balken stellen, den Originalbalken noch einbalsamieren und dann stelle ich den anderen Balken. Ich glaube, da hole ich dann die Cam wieder hoch. Da könnt ihr dann zuschauen, wie ich mich abwuchte. Und ja, ich mache das jetzt einfach mal. Fangen wir mal an. Ach ja, gestern Abend habe ich noch eine Frustbestellung gemacht. Nach dem Video bearbeiten bin ich eine ganze Weile dran geguckt, habe überlegt und dann habe ich beschlossen, dass ich hier alles vernetze. Ich habe jetzt noch eine Rolle Netzwerkkabel für den Outdoor-Bereich bestellt. Lächerliche 100 Meter, ich glaube, die reichen eine Weile. Sprich, in die Grillkota kommt dann auch gleich ein Netzwerkkabel reingelegt. Das wird alles schön unter der Sitzbank dann versteckt, dass man da nichts sieht. Aber das kommt ja alles später dann noch. Ja, und hier außen, mein Repeater da oben, der kriegt auch noch direkt Anschluss ans 1 Gigabit Netzwerk. Ganz genau. So machen wir das. So, Freunde, um hier rum geht's. Also dann auf diesen Längsbalken hier abstützen zusätzlich. Ich weiß gar nicht, wie sie den da oben verbunden haben. Auf alle Fälle relativ mager. Da kommt jetzt der Stützbalken rein. Höhe sind 3,50. Ja, 3,49, 3,50. Oben der Längsbalken hier, der ist etwas schief. Höchste Stelle 3,50, die andere 3,49. Ich schneide jetzt den Balken direkt auf 3,50 zu. Dann werden wir schon schauen, wie wir den da oben reinkriegen. Ja, hier werde ich dann den anderen Balken, ja, scheiß Beleuchtung, jetzt sieht man es, etwas aussägen, dass der genau hier anliegt, dass wir genau auf die Höhe von dem Balken kommen. Ja, und hier sieht man es, hier ist auch Holzwurm-Scheiße da. Gut, da steht mein Holzwurm tot. Dazu nehme ich eben diesen Balken hier, werde den jetzt erstmal ablängen auf 3,50 Meter mit dieser Säbelsäge mache ich das heute. Ja, und im Anschluss mache ich die Aussparung neu und dann kann ich ihn dann schon aufstellen und reindengeln und dann kommen wieder mit einem Schlagschrauber ein paar Schrauben mit rein. Das mache ich jetzt. Abgelenkt habe ich ihn, da bin ich am Ausschnitt sägen, aber könnt ihr das hören? Könnt ihr das hören? Ich bin gerade vom Kaffeetrinken aufgesprungen, um die Cam zu holen. Ja, schaut mal, wer da ist. Oh, jetzt kommt schon wieder der Dämmer, der wird. Der Depperte mit der Cam, sagt er. Oh, der ist ja richtig süß, der Bagger. Tja, und jetzt kann's weitergehen.
ja, ich würde mal sagen, so wird jetzt Stück für Stück alles verteilt und dann eventuell gleich noch planiert heute. Schauen wir mal. Ganz behutsam Stück für Stück an der Ränder schaufeln wir halt noch ein bisschen nach oder mit einem groben Besen. Und dann bekommen wir das schon hin. Langsam aber sicher. So geil. Tja, eigentlich ohne Hennerstall und ohne Krikot, da riesig der Hof. Aber er wird wieder kleiner werden, sobald die Hütte steht. Schön. Mistwetter, jetzt regnet es auch schon wieder. Ja, und ich tue das jetzt noch ein bisschen grad ebnen. Am Montag kriegt man wahrscheinlich noch mal ein bisschen was vom Schotter. Und jetzt wird gerade noch die Rüttelplatte geholt. Ja, und dann darf ich rütteln, wie Verrückter. Tja Leute, ich habe in der Zwischenzeit jetzt unser Mustergestell von der Krota wieder zerlegt in seine Einzelteile. Brauchen wir ja jetzt nicht mehr und ich glaube, ich gehe jetzt dabei noch mal schnell rauf und säge meinen Holzbalken weiter, bis der Reinhard kommt mit der Rüttelplatte. Tja, und dann gucke ich mal, wie lange ich heute noch rütteln kann. Bin ja gespannt, hoffentlich rüttelt es mich nicht so sehr durch. Aber der Hof sieht schon mal gut aus, gefällt mir. Heiligsblechle kommt der mit der Monster an und ein Schotter hat er auch gleich noch mit. Wie geil ist das denn? Jetzt der ganze Hof einmal komplett abgerüttelt, auch die Fundamentfläche. Und ganz zum Schluss, also nicht diese Woche, nicht nächste Woche, sondern wenn wir hier alles soweit fertig haben, wird der Reinhard nochmal an etwas feineren Schotter bringen. Der kommt dann nochmal drüber, der wird dann nochmal glatt verrecht, mit dem Besen verteilt und dann wird nochmal drüber gerüttelt und dann haben wir eine richtig schöne, saubere Oberfläche. Jawohl, aber ich muss jetzt weiter rütteln. So Freunde, ich glaube, das reicht jetzt mit Rütteln. Ich bin da zigmal drüber gegangen, auch eben hinten ums Eck rum. Ja, ich hoffe mal, das Rohr hat es nicht zusammengedrückt. Kann ich natürlich jetzt noch nicht wissen. Wir werden sehen. So sieht es jetzt aus hier im Hof. Wie gesagt, es wird noch eine Ausgleichsschüttung kommen, die wird dann sauber mit der Hand verteilt und dann nochmal gerüttelt, damit wir da wirklich die Unebenheiten draußen haben. Aber so würde ich mal sagen, gefällt mir das hervorragend gut. Ich glaube, heute mit den Balken mache ich nichts mehr, ich räume bloß noch auf, weil sehen tue ich da oben mittlerweile auch nichts mehr, zu dunkel. Und wie spät haben wir es denn? Wir haben es 7:30. Mir reicht es eigentlich für heute. Ja, ich hoffe, das Video hat euch heute Spaß gemacht. Ja, und wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch. Nee, mache ich nicht. Ja, ich glaube, ich mache mit den Balken weiter. Ja, genau. Also könnte rein theoretisch morgen auch nochmal ein Video kommen. Und übermorgen kommt ja schon die Grillkota. Die stehen hier gar nicht mal so weit weg an der Autobahn. Das wissen wir nämlich schon, die haben schon angerufen. Alles klar dann. Leute, wir sehen uns. Ciao.